Yo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe mich gerade fertig gemacht und mache mich jetzt auf den Weg zu meiner Oma. Denn ich fahre mit ihr nach Hagen zum Arzt und einkaufen. Also ich werde jetzt erstmal den ganzen Tag unterwegs sein. Und ja, mal sehen, wann ich wieder zu Hause bin. Das dauert immer ewig, dieses ganze Zeug erledigen. Aber was soll's. Und ich weiß gar nicht, ob ich das gestern schon gesagt habe, aber ich habe gestern schon ein paar Bilder zugeschickt bekommen von euch, wo mein Merch angekommen ist. Und ich war so aus dem Häuschen gestern, ich kann das gar nicht glauben. Das ist so surreal irgendwie. Das ist so krass. Also danke an alle die, die sich etwas bestellt haben. Ich freue mich mega. Das ist so verrückt, ich kann das gar nicht glauben. Dass ihr jetzt wirklich so Sachen zu Hause habt oder mit Sachen rumlauft, wo irgendwie mein Logo oder mein Name oder so drauf ist. Das ist völlig verrückt. Genauso wie Styles. Wisst ihr, was voll geil ist, was ich jetzt machen kann? Seht ihr das eigentlich? Da! Wie einfach den ganzen Tag ultimativ schönes Wetter war. Es waren sogar, wie viel Grad waren es gerade? 28? 28 Grad und jetzt Gewitter und Regen. Ich drehe durch und ich ohne Jacke und mit Sonnenbrille auf dem Kopf. Hi, ich bin endlich wieder zu Hause. Es ist jetzt einfach schon um 7. Der ganze Tag ist weg und ich habe noch nichts wirklich machen können, weil ich jetzt erst zu Hause bin. Und jetzt, dieser Husten, ne? Er geht einfach nicht weg. Jetzt mache ich mir als erstes mal was zu essen und zwar Zucchini-Nudeln. Hatte ich schon ganz lange nicht mehr mit Bolognese-Soße, die ich mir selber mache. Oh, genau. Und dann gehe ich duschen, setze mich noch kurz am PC und dann müsste auch Fabio schon kommen. Der kommt um 9, also um 9 Feierabend. Boah, ich bin richtig kaputt gerade, weil ich habe auch noch nicht wirklich was gegessen. Und getrunken auch nicht. Ich habe gerade voll das Tief. So, ich hoffe, das geht gleich weg, wenn ich was gegessen habe. Aber jetzt fange ich erstmal an zu kochen. Ja. Ganz praktisch eigentlich mit so einem Popsocket. Steht jetzt einfach hier so drauf. Übrigens, ohne Scheiß, ich hänge so hinterher mit YouTube-Videos. Ich habe auf meiner Später-Ansehen-Liste über 200 Videos. Und die Liste ist auch schon wieder ein, zwei Wochen alt. Ich werde, glaube ich, nie wieder auf den aktuellsten Stand kommen. Jetzt gerade das Video, was ich mir jetzt angemacht habe von Maren, ist vom 5.3. Und ich habe schon einige Videos übersprungen. Verdammte Scheiße. So, jetzt wird hier erstmal ein bisschen spiralisiert. Vielleicht sollte ich da auch einmal was drunter legen. Boah, wie ewig ich das nicht mehr gemacht habe. Ich weiß gar nicht warum. Hallo, ihr Babys. Geil. So, das war eine ganze Zucchini. So ein Berg. Aber das fällt halt noch ein bisschen zusammen, sobald es warm wird. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt zwei mache. Denk schon. Oh, ich würde sagen, das sieht geil aus, oder? Freue ich mich jetzt schon ein bisschen sehr drauf. Yum. So, ich bin jetzt gestärkt und jetzt werde ich erstmal duschen gehen. Ugh. Das Wetter heute war so komisch. Jetzt ist es wieder voll schön und zwischenzeitlich voll am Gewittern, voll am Schütten. Und Fabio ist mit dem Fahrrad auf der Arbeit. Also wenn das jetzt so bleibt wie jetzt, dann ist alles gut. Aber wenn es wieder regnet, ist das nicht so geil für ihn. Naja, hoffen wir mal das Beste. Boah, ich geh jetzt duschen. Ich bin so kaputt heute. Himmel, Herrgott. Naja. Hallo, guck mal, wer da ist. Was hast du mitgebracht? Eine Apotheke. Eine Apotheke? Ja, weil du meine Apotheke? Ich zeige dir. Ich mache diese. Aber oh, tschüss. Von Muscle Farm. Hast du die schon mal probiert? Den noch nicht, nein. Cinnamon Bun. Ja, ich habe mal was anderes von Muscle Farm probiert, aber das ist eigentlich
Top-Ware. Das ist auch für mich. Was ist das? Kreatin. Kreatin. Ich bin eigentlich kein Fan von Tabletten, weil das sind jetzt Kreatin-Tabletten. Ja. Ich bin eigentlich Fan von Kreatin-Pulver, weil man das besser dosieren kann. Ja. Das ist für dich, das kommt gleich. Was ist das? Warte. Und BCAAs. BCAAs. Das ist eigentlich auch nicht das Beste vom Besten, leider. Aber das war noch im Lager und das musste weg. Und bevor das weggeschmissen wird, nehme ich das. Okay. Weil... Ich kann dir ganz genau erklären, warum das nicht gut ist. Das ist ein, ja, was heißt nicht gut? Das ist Auslegungssache. Aber bei BCAA kommt es immer drauf an, auf das Mischverhältnis. So, und unsere Muskelzusammensetzung, boah, ich brauche das euch doch gar nicht erklären eigentlich. Ihr interessiert euch ja gar nicht so. Weißt du das? Wenn euch das ja mal interessiert, könnt ihr das ja mal schreiben oder so. Dann schreibt es in die Kommentare, wenn ihr euch für Sport, Ernährung und sowas... interessiert. Einen kleinen Vortrag hier halten. Das ist für dich. Sleep! Sag mal. Du Melatonin. Hast ja halt so ein bisschen. Ach, auch von Biotech. Du hast ja immer so Probleme mit dem Einschlafen. Mhm. Und was ist Melatonin? Schlaf. Schlafhormon. So, und tschüss. Ja. Bevor das halt weggeschmissen wird, will ich das mal bei dir ausprobieren, ob du davon besser schlafen kannst. Das sollst du immer eine Stunde vor dem Schlafengehen nehmen. Okay. Ich möchte da rein. Kannst du mich mitnehmen, bitte? Okay. Ja. Übrigens kam gerade ein, also kam heute ein Vlog online und die feiern alle, was du mit Styles machst. Ja? Ich finde das sehr lustig. Ja? Tschüss. Wir sind mittlerweile echt Best Buddies. Ja, ihr seid Bros. Das ist so eine Hassliebe, aber sie sind Bros. Oh, oh, nein, was macht er da? Bitte nicht Eis schließen. Aber mit wem bist du noch mehr in love? Ja, in love. Das ja. Ist nicht in love. Nein, das ist einfach nur Basis. In love ist, wo ist mein Nalachen? Ja, Nala und Fabio lieben sich über alles. Elsa kommt halt manchmal nur zum Schwimmen. Ja, die ist... Hallo! Nala! Ach. Nein! Liegt sie da einfach? Ja, die liegt da einfach. Okay. So, das, ja, das probiere ich dann mal aus. Mal gucken. Ich hatte auch schon mal solche Dinger. Ob dir das hilft halt. Von einer anderen Firma. Jo, mal gucken. Es schlägt halt nicht immer auf, also es schlägt halt nicht bei jedem ein, ne? Jeder Körper ist anders. Ein, an. Ja, egal. Aus. Aus. Es schlägt halt nicht bei jedem aus. Hast ja. Du einen schönen Turm mitgebracht und gebaut. Danke dafür. Bitte dafür. Drogen. Ach, was für Drogen. Nein, Mann, Spaß. Was Feines. Dubi. Krass, dass die so magnetisch sind. Das waren die ja, weiß ich. Vorigen auch. Total klasse. Total klasse. Total super. Hat es jetzt geregnet, als du heimgekommen bist? Nee, aber ich bin trotzdem ein bisschen nass. Ich hab geschwitzt. Ist ja ekelhaft. Guck mal. Warte, guck. Du bist ja eklig. Tut mir leid. Ja, man sieht es auch an deiner Stirn. Ja? Dass du ganz nass bist. Da fehlt eigentlich so ein Superman-Shirt. So. Du bist ein Idiot. So, Idioter. Ich geh jetzt duschen. Tschüss! Wie muss ich morgen arbeiten? Du weißt es besser. Oh, 14 Uhr. Dann muss ich nicht. Da kommt. Ach! Sie. Ja. Komm. Anna, komm. Komm. Okay, Papa Fabio, ich komme sonst musen. So ist das immer mit den beiden. Und sobald Fabio aufhört, sie zu streicheln, da ist Holland in Not, ey. Ja, pass auf. Gleich mal aus. So, warte. Oh, was ist passiert? Warum smoost der nicht? Oh, ich muss ihn ansmoosen. Hallo, kannst du bitte weiter smoosen? Los. Warte, warte, warte. Komm schon. Sie liebt dich einfach über alles. Oh, siehst du das? Oh ja. Mhm.
Die hat's jetzt auch. Noch für zwei Süßis. Du liebst mich. Du liebst mich. Mrs. Sabber. Die liebt dich so sehr, dass sie alles voll sabbert. Ja, die sabbert echt viel. Doin. Da geht doch. Na, schmust ihr mal. Ja. Komm schon. Nein, 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 nein. Ihr zwei, ey. Ich liebe euch. Du wirst dich nicht befreien. Und stylst dich nicht so. Nein. Gleich schreit er wieder rum. Lass mich! Boah, das Fell, Alter. Warte, warte, warte. Bleib noch ein bisschen. Irgendwie findet er es geil, aber irgendwie will er auch weg. Boah, die Haare, Alter. Dieses Kack-Sommerfell, ey. Oh, Baby. Ja, ich hab mir heute aber so ein Bürste. Guck mal, ja. So ist das von mir? Was tut ihr da? Eine neue Katze. Ich hab mir heute so eine Bürste bei Amazon bestellt, wofür immer Werbung gemacht wird. Ich muss mal gucken, ob die gut ist. Keine Ahnung davon. Ja, ich auch nicht. Also für Sofa habe ich so ein Ding. Aber ich meine auch für Klamotten. Ich habe ihn nur gestreichelt. Du hast eine neue Katze gebastelt. Und er so, darf ich damit spielen? Oh, komm schon. Das ist doch von dir. Er kommt mit. Echt? So, ihr Lieben, ich beende jetzt mal den Vlog. Habe jetzt gerade duschen und wir gucken jetzt nur noch ein, zwei Völkchen Grace. Und dann gehen wir schlafen. Und morgen sind wir übrigens 3 Monate zusammen. Also dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder zu einem neuen Tag. Schlaf gut. Bye, bye.